Maken we ons dan zul ik daar stil blijven. Met jou want, ja. Want dit is de voorjaar, hè? Want wie, wanneer ons slecht wordt, haas wordt, dat so een flauwes gevoel maakt, en dat ons slecht wordt, is relatief häufig, en zwar met dem Strahl, der da vorne rausgeht. Weil da circa, die Stelle da, in der Großhirn da hinten, ein bisschen drinnen, da, wenn man von oben drauf schaut, ist es circa da. Da sind diese Steuerungsleber, das ist ja alles ein Körperteil zugeordnet, ein Organ zugeordnet, sind das, die Steuerung ist für die Alpha-Langerhanschen-Inselzellen und das für die Beta-Langerhanschen-Inselzellen von der Bauchspeicheldrüse. Und Bauchspeicheldrüse ist irgendein, hat immer mit dem dritten Chakra zu tun und hat immer mit irgendeinem Machtthema zu tun. Dass wir irgendwo nicht Macht haben durften und da verletzt worden sind und daher auch nicht mehr diese Macht übernehmen wollen. Und dann gehen wir auf einmal hinterrucks durch die Aktivierung von dem Streu mit der Aufmerksamkeit dorthin, aktivieren wir das wieder. Das gibt dann einen Schweißausbruch, das gibt in der Flau Energie mit dem Magen, weil wir auf einmal einen Bereich da ansteuern, wenn wir das wieder aktivieren, das Steuerrelais für die Bauchspeicheldrüsen und produzieren auf einmal wieder Hormone, die wir ewig nicht produziert haben. Es hat aber zweimal blitzt. Es hat aber zweimal blitzen gesehen. Dann schlagt was tut. Ne? Das ist klassisch. Ja? Gut, das ist genau das. Ne? Also ich nehme jetzt ein bisschen Abstand. Aber mag es wieder. Vielleicht wird es noch einmal ein bisschen aufkommen, aber schwächer als vorher. Und nach dem dritten, vierten Mal, wenn du es wieder tust, bist du durch ein Muster durchgegangen, ohne dass du dich mit dem Thema dahinter befasst hast, nur weil du Aufmerksamkeit zu dir selber genommen hast. Verstehst du, wie es macht? Okay, ja. Und das ist eigentlich die häufigste Äußerung, was bei Menschen vorkommt, dass sie ein flaues Gefühl, dass ein schlecht wird im Magen und ein Schweißausbruch dabei. Ja, so richtig. Naja. Okay. Sonst geht es euch gut? Kopfweh irgendwann? Pulsiert? Wie man daran denkt, fängt es an zu pulsieren. Mhm. Wirst du in die Vorstellung von der Steuerung. Pulsiert, gell? Und das bitte ich euch jetzt, geht es immer wieder, wenn es euch einfällt, einmal her und lasst diese Strahlen pulsieren. Mhm. Und in den Bildern, wenn wir so arbeiten, indem wir auf einmal links ausschauen und rechts ausschauen und hinten ausschauen, das hinten verkehrt ausschauen, haben wir gar nicht gemacht jetzt. Ne? Aber das verändert unser visuelles Paradigma, sage ich einmal. Unsere Anschauung, unsere Standardanschauung dieser Welt aus diesen Augen kriegt auf einmal andere Perspektiven. Und das macht es ziemlich frei und macht es ziemlich leicht möglich, was anderes zu sehen. Was dann noch dazu kommt, ist die Verschiebung des Montagepunktes. Ja, das werden wir heute vielleicht noch beginnen, aber dann morgen nochmal verstärken. Ne? Okay. Kurze Pause. Ich bin ziemlich kribbelig hier. Ja, also da arbeiten wir.